Hi, ich bin's, der Ben. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir uns Cobalts angesehen. Cobalts, ein Spiel, das ich eher als Deck-Drafting, als Deck-Bau ansehen würde, weil es von der ganzen Mechanik her anders gestrickt ist wie alle anderen Deck-Bauspiele, selbst solche mit einem ähnlichen Mechanismus, wie das bei Ascension zum Beispiel der Fall ist. Ja, und jetzt schauen wir uns Galactic Orders an, die Erweiterung, die in Essen erschienen ist dazu. Und was da alles drin ist, ob da alles besser wird oder alles viel zu kompliziert und blöd, ja, das erfahren wir dann im Fazit. Also gucken wir mal, wie es geht und dann sage ich euch, wie es ist. So, dann kommen wir mal zum Inhalt der Galactic Orders Erweiterung. Große Schachtel, wenig dahinter. Was ihr hauptsächlich bekommt, ist zuerst mal das hier. Das ist ein neues Startdeck. Natürlich ist das Spiel nach wie vor für 2 bis 5 Spieler, aber ihr habt jetzt ein neues Deck, mit dem ihr eben spielen könnt. Und jedem Deck wurde ebenso diese sogenannte Capital City, ein Advancement, hinzugefügt. Und man sieht, glaube ich, schon, wenn man mal hier drauf schaut, dass das eine neue Erweiterung sein wird für eine zusätzliche Erweiterung, so zumindest steht es in der Regel. Und diese Advancements, die kann man eben an Planeten ranhängen. Man legt den Planet daneben hin, drum der Pfeil. Und machen wir in die Mitte. Und das ist aber jetzt hier nur für die Heimatwelt, ist einfach ein Bonuseffekt, den man hier ausführen kann, der es einem ein bisschen einfacher macht, wenn man, ihr seht's, wenn man mehr Welten hat wie Truppen, dann darf man eine weitere Karte ziehen. Nichts Außergewöhnliches jetzt, würde ich sagen. Aber einfach ein netter Zusatz, der das ganze Spiel flüssiger macht. Viel wichtiger, ein bisschen wegzoomen hier, viel wichtiger, was jetzt hier ins Spiel kommt, das sind diese Dinger hier. Das sind die Fraktionen, die Factions, die jetzt die neue Galactic Order bestimmen. Und diese Fraktionen, die bringen euch jetzt neue Möglichkeiten während eures Zuges. Nämlich an den Grundkarten, ich pack mal welche aus, in den Grundkarten gab es jeweils diese Symbole zu sehen. Zum Beispiel na, hier. Immer schon diese kleinen Mini-Symbole, jetzt muss ich wieder hinzoomen. Und diese Symbole, die stehen eben jetzt, stand in der Anleitung, stehen für eine zukünftige Erweiterung, das ist sie, die stehen jetzt für die einzelnen Fraktionen, diese hier zum Beispiel. Wenn man jetzt eine solche Karte in seine Warzone spielt, also ausgespielt hat und die Kosten bezahlt hat, dann legt man außerdem einen seiner Marker, und da sind jetzt 1000 Tonnen Marker mit dabei, einen seiner Marker hier auf diese Karte drauf. Man könnte jetzt jederzeit während seines Zuges, zukünftig oder ja, gleich, diesen Marker hier runternehmen und die passende Aktion dazu aktivieren. Das könnte man auch beliebig oft machen. Und ihr seht schon, was man hier bekommt, ist, während einer Invasion darf man +2 auf seine Flottenstärke oder +2 auf seine Bodenstärke dazu addieren. Oder man darf einfach 2 Energie bekommen, sehr, sehr stark natürlich auch. Also die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die einem hier diese Welten geben, sogar extra Aktionen, wenn man hier auf den Galaktischen Senat spielt, wirklich, wirklich große Veränderungen, die das Ganze ins Spiel reinbringt. Man ist nicht mehr so aktionsgedrängt, sondern man hat viel mehr Möglichkeiten in seinem Zug. Zusätzlich kommen aber auch noch so ein kleines Mehrheitenspiel mit rein. Denn am Ende des Spiels wird es so aussehen, falls man seine Marker eben auf diesen Karten belässt und sie nicht runternimmt und da Aktionen mitmacht, bekommt man noch einmal Siegpunkte am Ende des Spiels. Und zwar, der die meisten Marker draufliegen hat, bekommt so viele Siegpunkte, wie er Marker draufliegen hat. Und der am zweitmeisten Marker draufliegen hat, bekommt so viele Marker, wie er draufliegen hat, zur Hälfte. Das heißt also, hier wäre es jetzt identisch, da wäre es jetzt 2 und 1. Aber wenn es jetzt zum Beispiel aussieht hier 3 und 2, dann bekommt der hier 3 Siegpunkte und der bekäme dann nur einen. Also auch mal eine interessante Komponente, die da zusätzlich mit ins Spiel kommt. Und wie gesagt, das ganze Spiel viel runder erscheinen lässt, weil man einfach mehr Möglichkeiten hat, auch mehr strategische Tiefe, mehr taktische Tiefe auch noch dazu bekommt. Man kann also sagen, dass diese Karten hier eine ganz neue Dimension dem Spiel hinzufügen. Das hätte man sich vorher einfach gar nicht erdenken können, dass das fehlt. Aber dazu, dann werde ich im Fazit noch näher drauf eingehen. Was man jetzt aber auch noch dazu bekommt, und das ist das Letzte, was ich jetzt sagen würde, außer natürlich noch ein paar extra Cobalts, klar, und wie gesagt, extra Karten für jeden Stapel, das sind Ereignisse.
Das sind hier diese lila Karten und die werden mit aufgedeckt. Die sind in den Stapeln mit drin. Die werden mit aufgedeckt, aber jeweils nur das letzt aufgedeckte zählt. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt mehr Ereignisse aufdeckt, zählt immer nur das letzt obere und nicht etwa jedes Ereignis einzeln. Und das kann das Spiel ganz schön durcheinander bringen. Es kommt einfach eine Unwägbarkeit mit hinzu. Gleichzeitig aber kann es euch auch helfen. Es macht es einfach irgendwie cooler, muss man sagen. Ja, und schon sind wir wieder hier. Ihr habt gesehen, viel Neues gab es ja nicht. Es gibt neue Karten für jeden Stapel. Und na gut, dann gibt es natürlich noch die Fraktionen. Und das ist natürlich die größte Änderung an diesem gesamten Spiel, an dem ganzen Spielkonzept. Einer der großen Pluspunkte, aber auch ein bisschen so ein Kritikpunkt, war die Tatsache, dass die Aktionen bei Corvals sehr, sehr straff waren. Und man musste wirklich ganz genau planen mit jeder Aktion, denn wirklich, man war beschränkt durch die Anzahl der Aktionen, man war beschränkt durch die Anzahl der Energie, die man zur Verfügung hat und letztlich auch noch die Sachen, die tatsächlich in der Mitte zum Kauf zur Verfügung waren. Da musste man genau planen, welche Schiffe und welche Truppen man in seine Warzone spielt. Alles insgesamt wirklich sehr straff, sehr eng und sehr schnell vorbei dann auch. Und das war etwas, es war cool, aber es war auch problematisch, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Jetzt mit den Fraktionen spielt sich das Spiel vollständig anders. Also wirklich ganz anders. Es ist so elementar anders, dass ich das ganze Spiel jetzt in eine andere Kategorie schieben muss. Vorher hätte ich es wirklich mit den anderen Deckbauspielen in eine Schublade geschoben, nur macht es halt eben kein Deckbau, sondern Deckdrafting. Und jetzt ist es ein gänzlich anderes Spiel. Jetzt ist es eher ein Spiel wie Race for the Galaxy, wie The New Era. Also wirklich ein ganz anderes Spiel, weil man einfach jetzt nicht mehr so beschränkt ist. Man hat viel mehr Möglichkeiten. Man kann extra Aktionen bekommen. Man kann mehr militärische Stärke bekommen. Dann hat man aufs Ende hinaus noch so ein Mehrheitenspiel. Also es hat sich einfach viel flüssiger angefühlt mit der Erweiterung. Und ich möchte die Erweiterung überhaupt gar nicht mehr missen. Und das ist jetzt mein großer Negativpunkt. Ich habe nämlich das Designer Diary, also das Entwicklertagebuch gelesen und da stand drin, dass praktisch Galactic Orders schon immer Teil von Corvals war und man es einfach absichtlich rausgeschnitten hat. Ja, ist gut, man wollte natürlich auch ein bisschen Luft schaffen für Erweiterungen, aber es fühlt sich einfach so rund an mit dieser Erweiterung, dass ich es ein bisschen ärgerlich finde, dass man hier so ein halbes Spiel vorher auf den Markt geworfen hat. Wie gesagt, natürlich ist Corvals kein schlechtes Spiel, aber es hatte Macken und diese Macken wurden oftmals einfach angemerkt und gesagt, das passt mir nicht so, das passt mir nicht so. Ich habe einfach das Potenzial des Spiels gesehen, mir war das wichtiger als die ein oder andere kleine Macke. Aber damit wurde jetzt jede Macke ausgebügelt. Wie gesagt, man hat das Gefühl, als ob hier wirklich Ecken gefehlt haben, die jetzt wieder rangemacht wurden und das war einfach jetzt das bessere Spiel. Was auch immer man dazu sagen möchte. Aber wie gesagt, Corvals Galactic Orders, jeder, der Corvals hat, einfach zuschlagen, das ist wirklich elementar. Und wem vorher aufgrund meiner Kritikpunkte vielleicht Corvals nicht gefallen hat, der sollte sich jetzt vielleicht nochmal überlegen. Wer natürlich mit dem Thema nichts anfangen kann, nach wie vor, der kann jetzt auch mit Corvals Galactic Orders nichts anfangen. Das macht das Spiel nicht anders. Im Gegenteil, es gibt dir nur mehr vom selben. Ja. Das war's zu meiner Corvals Galactic Orders Rezension. Spielt schön, bis zum nächsten Mal. Ciao.